Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 2, die Nacht des Rabens. Womit fangen wir an? Rauben wir erstmal alle aus, ja, oder? Wie Opelos. Was machen die Schafe? Was sollen die schon groß machen? Sie stehen in der Gegend rum und fressen. Erzähl mir lieber, was da draußen geschieht. Die Magier scheinen sehr nervös zu sein. Fremde in schwarzen Gewändern durchwandern das Land. Was meinst du? Was für Fremde? Niemand weiß, wo sie herkommen. Sie tragen schwarze, lange Gewänder und haben ihre Gesichter verdeckt. Sie scheinen eine Art Magier zu sein. Zumindest sind sie der Magie mächtig. Das klingt beunruhigend. Aber ich bin mir sicher, dass der Hohe Rat dieses Problem lösen wird. Ja, auf jeden Fall. Im Minental gibt es Drachen. Sie belagern zusammen mit der Ork-Armee die Truppen des Königs. Drachen? Ich dachte immer, die gibt's nur in den Schauergeschichten. Glaub mir, sie sind da. Aber die Paladine des Königs werden doch mit ihnen fertig. Das wird sich zeigen. Sicher so einiges. Okay. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Speichern wir mal, ich weiß nicht, ob ich da rein darf. Okay, hier greift mir auch keiner an, passt. Willkommen, mein Sohn. Wo kommst du her? Das geht dir nichts an. Ich komme von den Höfen. Dann heiße ich dich im Namen der Gastfreundschaft willkommen. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Missbrauche dein Gastrecht nicht, oder du wirst große Probleme bekommen. Okay. Was ist deine Aufgabe hier? Ich bereite die Paladine auf den Kampf gegen das Böse vor. Was ist das Böse? Es ist die Kraft Belias, des ewigen Widersachers von Innos. Es ist die allumfassende Schwärze, die versucht, das heilige Licht Innos für immer zu verdunkeln. Belia ist der Herr der Dunkelheit, des Hasses und der Zerstörung. Nur diejenigen unter uns, in deren Herzen Innos heiliges Feuer lodert, werden Innos strahlendes Licht in die Welt tragen und die Dunkelheit vertreiben. Okay. Im Kloster leben doch nur Magier und Novizen. Das ist richtig. Im Gegensatz zu unserer Gemeinschaft, die das Wort von Innos verehrt, verehren die Paladine vor allem die großen Taten unseres Herrn. Wir sind die Vertreter Innos. Die Paladine aber sind seine Streiter, die in seinem Namen in die Schlacht ziehen und seinen Ruhm mehren. Kannst du mir auch was beibringen? Ich verstehe mich auf die Magie von Eis und Donner. Ihre Kraft kann ich dich lehren. Jedoch unterrichte ich nur Magier. Toll. Gibt es Neuigkeiten? Der Feind ist anscheinend schon bis in die Stadt vorgedrungen. Was meinst du? Einer der Paladine, Lothar, ist auf offener Straße ermordet worden. Am helllichten Tag. Es ist schon weit gekommen, aber ich fürchte, das ist erst der Anfang. Gibt es noch? Der Feind ist an. Was meinst du? Eine am. Bennett ist unschuldig. Der Zeuge hat gelogen. Woher weißt du das? Ich habe Beweise gefunden. Manchmal glaube ich, dass Verrat und Gier unsere größten Feinde sind. Was wird jetzt geschehen? Ein Mord, zudem an einem Paladin, ist ohne Zweifel eines der schwersten Verbrechen überhaupt. Der Mörder wird ohne jeden Zweifel zum Tode verurteilt werden. Und wer ist der Mörder? Meine Meinung kennst du ja. Raus! Was suchst Raus. Du hier? Geh! Aber los, geht da! Das liegt doch auf der Hand. Willst du darf da nicht reingehen? Das will doch keiner wissen. Was suchst du hier? Geh! Wie gar das tue. Na bitte, geht doch! Das kann doch nicht wahr sein. Na bitte, geht doch! Da rennt mir überall nach. Hier darf ich wohl rein, oder was? Was hattest du denn da drin zu suchen, hä? Wer erzählt denn sowas? Das hätte er auch selbst wissen. Hey, du! Was kann ich für dich tun? Hast du was Interessantes für mich? Nein. Dann leck mich. Wer bist du? Palan. Hey, du. Ich weiß nicht, warum man dir erlaubt hat, das Kloster zu betreten.
Ich bin Palan und verantwortlich für unsere Novizen. Ich möchte nicht, dass du sie durch dumme Fragen von der Arbeit abhältst. Ist das klar? Möglich ist alles. Klar. Das will ich hoffen. Wo finde ich? Nee, das nützt mir alles nicht. Was haben wir hier? Du musst nichts arbeiten hier. Das ist doch nichts Neues. Wie geht's? Ich danke Innos, dass ich hier im Kloster sein darf. Toll. Frag mal nach der Kirche. Gleich. Was wird hier gepflanzt? Wir versuchen Heilpflanzen zu züchten, damit Meister Neoras daraus Tränke brauen kann. Wie geht's denn so? Du bist nur Gast hier im Kloster Innos. Also solltest du dich entsprechend benehmen und mich nicht bei der Arbeit stören. Guten Tag. Boah, was ist das für ein Streber, Alter? Genau, das habe ich auch gesagt. Wo finde ich die Kirche? Grundgütiger. Hat Innos dich mit Blindheit geschlagen? Wo ist die Kirche? Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Die Kellergewölbe. In der Mitte des rechten Säulenganges ist der Eingang zum Kellergewölbe. Die Kapelle. Die Kapelle ist der Raum in der Mitte des linken Säulenganges. Dort beten die Paladine zu Innos. Die Bibliothek. Die Bibliothek ist am Ende des linken Säulenganges, direkt gegenüber der Kirche. Dass das alles ist. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Ich glaube, da fand es nicht sympathisch, meine Frage. Ha. Kann ich dir behilflich sein? Das werden wir gleich herausfinden. Fuck. Ich habe meine Schwierigkeitsausrüstung an. Kann ich dir behilflich sein? Nein. Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgaben sind sehr vielseitig. Ich führe nicht nur das Amt des Verwalters, sondern auch das des Schatzmeisters. Ach so. Zudem organisiere ich die Weinkellerei und überwache die Vorräte des Klosters. Also, wenn du etwas benötigst, bei mir kannst du dich mit allem versorgen. Natürlich nur gegen eine angemessene Spende. Ich brauche ein paar Dinge. Ein Eisblock. Landkarte Corinas. Schlüssel. Ich kann mir einen Schlüssel kaufen, um hier reinzukommen, oder was? Okay. Mich will keiner schlagen oder sowas? Was suchst du hier? Geh! Finger weg da! Was suchst du hier? Geh! Na? Was ihr euch alle hier? Was hattest du denn zu suchen? Das wisst ihr jetzt gerne, oder? Was suchst du hier? Geh! Kluges Kerlchen. Ja, das Kloster an sich fand ich auch ganz cool gemacht. Da ist der Babbo. Was machst du hier? Ich darf nicht mit dir reden. Man sieht nicht gern, wenn wir uns mit Fremden unterhalten. Möglich ist alles. Das klingt aber nicht sehr glücklich. Naja, ich meine, eigentlich ist ja alles in Ordnung. Nur, ich will mich nicht beschweren. Mir kannst du es ruhig erzählen. Und du sagst den Magiern wirklich nichts? Sehe ich so aus? Also gut. Ich habe ein Problem mit einem der Novizen. Er hat mich in der Hand. Jetzt komm schon raus mit der Sprache. Igaraz, das ist der Novize, hat einige von meinen privaten Aufzeichnungen gefunden. Er droht mir, dass er sie den Magiern gibt, wenn ich nicht das tue, was er sagt. Was sind das für Dokumente? Das geht niemandem was an. Das ist ganz und gar meine Sache. Los, sag schon. Das sind ganz normale Dokumente halt. Nichts Besonderes. Ich frag nicht weiter.
Was sollst du für ihn tun? Darüber möchte ich nicht reden. Auf jeden Fall ist es nichts Innos-Gefälliges. Ich mag gar nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn das rauskäme. Daran wird sich nie etwas ändern. Vielleicht kann ich dir helfen. Das würdest du tun? Das kommt natürlich ganz drauf an. Ich würde dich natürlich auch dafür bezahlen. Wie viel? Ich habe natürlich nicht so viel Geld, aber ich könnte dir eine Spruchrolle geben. Ich habe einen Heilzauber. Wow. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Ehrlich? Es muss einfach gelingen, es muss. Also, du musst eigentlich nur rausfinden, wo Igaraz die Sachen aufbewahrt. Dann klaust du sie ihm und alles ist in bester Ordnung. Ganz ruhig, du machst erstmal weiter, um den Rest kümmere ich mich. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung verstehen. Bist du zufrieden mit deiner Aufgabe? Es geht schon, aber ich muss jetzt weitermachen, sonst werde ich heute nicht fertig. Ich will nicht schon wieder bis tief in die Nacht arbeiten, damit ich meinen Soll erfülle und keinen Ärger bekomme. Der Babu ist wohl nicht der Beste hier, oder? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Was suchst du hier, kluges Kerlchen? Schnauze. Jetzt wird's dunkel. Jetzt durchsuche ich das alles noch ein bisschen, dann wird's Nacht, dann klaue ich die ganzen Truhen. Na, na, na. Und rechts. Was gibt's denn hier? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Schatzkammer, okay. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Für die Einzusatzschlüssel bekommen wir den Magier, was? Ja. Okay. Hat das der Hammer, oder? Der heilige Hammer. Oh, ich habe Stärke bekommen, endlich. Was ist das hier für ein Raum? Hier werden die heiligen Reliquien des Klosters aufbewahrt. Welche Reliquien? Hier ruht Innos Hammer und der Schild des Feuers. Sie sind die wichtigsten Reliquien der Innos-Kirche außerhalb der Reichshauptstadt. Erzähl mir was über den Schild. Der Schild des Feuers wurde von Dominique in der Schlacht auf den südlichen Inseln getragen. Doch die Macht des Schildes soll nie wieder benutzt werden. Deshalb haben wir ihn an die Wand genagelt. Erzähl mir was über den Hammer. Das ist der heilige Hammer von Innos. Mit diesem Hammer erschlug der heilige Roba den steinernen Wächter. In den heiligen Schriften heißt es, dass der steinerne Wächter unverwundbar war. Wie ein Turm stand er in der Schlacht und die Waffen seiner Feinde zerbrachen an seiner steinernen Haut. Mit Innos Namen auf den Lippen stürzte sich Roba auf das Ungeheuer und mit einem mächtigen Hieb seines Hammers zerschmetterte er das Wesen. Erzähl mir was über den Hammer. Das ist der in den Heiden. Ja, ja. Den muss ich ihn klauen, oder was? Ich will den ehrlich gesagt gar nicht klauen. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um. Aber Talamon, hör halt auf. Schlaf, 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 hier schlaf. Aber ich kann nicht, weil ich nicht genug Platz habe. Hä? Ich glaube, als Elder musst du das unbedingt machen. Als Magier vermute ich auch. Ich glaube, als Magier musst du den klauen und den Golem besiegen. Und dann kannst du das, glaube ich, zurückbringen. Was? Was ist los? Warum störst du mich? Siehst du nicht, dass ich gerade an einem äußerst komplexen Experiment arbeite? Ich wollte dich nicht stören. Das hast du bereits.
Also, was willst du? Kannst du mir einen Trank brauen? Zweifelst du an meinen Fähigkeiten? Ich kann jeden Trank brauen. Gut. Nicht so schnell, du müsstest mir natürlich die Zutaten liefern und eine kleine Aufwandsentschädigung sowie das Material bezahlen. Wie viel verlangst du? Für das Brauen selbst bekomme ich 10 Goldstücke. Aha. Braue mir einen Extrakt der Heilung. In Ordnung. Hast du die Zutaten und das Gold? Ja, hier. Gut, ich gebe dir jetzt gleich einen Trank, dann musst du nicht so lange warten. Kann ich mich von dem alles machen lassen? Kann ich bei dir lernen? Ich gebe mein Wissen nur an Angehörige unserer... Theoretisch kann ich mir jetzt 100 Tränke von ihm machen lassen, oder? Das ist doch nichts Neues. Hey, du! Ha! Wir müssen uns mal über Babo unterhalten. Ja? Was ist denn los? Du hast etwas, was Babo gehört. Was soll das sein? Ein paar Papiere und Babo hätte sie gern zurück. So, hätte er das. Das kann ich mir denken. Leider würde ich sie gerne behalten, was uns irgendwie in eine Zwickmühle bringt. Wo hast du die Papiere? Nun, ich habe sie natürlich nicht bei mir. Ich fürchte, ich kann dir da nicht weiterhelfen. Wo sind sie? Ich habe sie sicher eingeschlossen. Und den Schlüssel wirst du nicht von mir bekommen. Was sollte Babo für dich tun? Wenn ich gewusst hätte, dass sich der Kleine wegen ein paar Sumpfkrautpflanzen gleich in die Hose macht, hätte ich dafür gesorgt, dass jemand anderer den Klostergarten pflegt. Er soll Sumpfkraut anpflanzen? Natürlich. Seitdem kein Zeugs mehr aus der Barriere kommt, ist der Preis in der Stadt um das Dreifache gestiegen. Es wäre für alle Beteiligten ein gutes Geschäft gewesen, aber Babo wollte nicht mitspielen. Wie viel willst du für die Papiere haben? Eigentlich sind sie fast nicht zu bezahlen. Sowas bekommt man hier echt selten zu Gesicht. Aber ich habe keine Lust, wegen so ein paar Goldstücken meine Zukunft aufs Spiel zu setzen. 300 Goldstücke. Und du kannst mit den Papieren machen, was du willst. Nö. Ich vergesse alle, glaube ich dir gleich. Sobald du schlafen gehst, sind sie weg, Kollege. Das sind doch die Feuermagier-Anführer hier. Ich komme aus dem alten Minental. Was hast du zu berichten? Der Feind hat sich dort formiert und wartet mit einer Armee von Orks und Drachen auf. Das ist uns schon von Milton mitgeteilt worden. Aber wie steht es um die Erzlieferung des Königs? Die Mine, die Garond im Tal ausheben lässt, wird den Bedarf des Königs nicht decken. Die Tage werden grauer und das Licht der Sonne immer schwächer. Ich bin von Männern in schwarzen Roben angegriffen worden. Ich weiß. Das sind die Suchenden. Schergen der Unterwelt, Belias. Nimm dich vor ihnen in Acht. Sie werden versuchen, von dir Besitz zu ergreifen. Bist du erst einmal besessen, bist du nicht mehr du selbst. Dann kann dir nur noch hier im Kloster geholfen werden. Also sei vorsichtig. Hier, diese Rune wird dich direkt zum Kloster zurückbringen, wenn du unsere Hilfe bedarfst. Denk daran, wir müssen Widerstand leisten. Sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. Ich bin gekommen, das Auge Innos an mich zu nehmen. Ich sehe, du hast eine Ermächtigung von Lord Hagen persönlich erhalten, das Auge Innos zu tragen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wir sind einer heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. So ein Depp. Das Auge Innos ist aus diesen heiligen Mauern gewaltsam entwendet worden.
Wer hat das getan? Das Böse ist gerissen und wirkt meist im Verborgenen. Nur selten sieht man es ans Tageslicht kommen, um seine bösen Machenschaften zu verrichten. Doch in diesen Tagen ist das anders. Der Feind zeigt sich offen auf der Straße, in jedem Heim und auf jedem öffentlichen Platz. Das kann nur bedeuten, dass er keinen Gegner mehr fürchtet und vor nichts mehr zurückschrecken wird. Einer unserer treuesten Anhänger und Anwärter auf die hohe Robe der Feuermagier ist unerwartet und auf erschreckend bösartige Weise übergelaufen. Pedro, der Feind hat sich seiner bemächtigt und uns damit eine verheerende Niederlage zugefügt. Pedro hat sich gewaltsam Zugang zu unseren allerheiligsten Hallen verschafft und hat das Auge gestohlen. Ich fürchte, er war einfach zu lange alleine draußen vor den Toren und somit außerhalb der schützenden Klostermauern allen lauernden Gefahren ausgeliefert. Wohin ist der Dieb geflohen? Das war auch nur Novize, oder? Pedro schlug einige der anderen Novizen nieder, die versuchten ihn aufzuhalten, und verschwand im Morgennebel. Viele Novizen sind ihm gefolgt, um das Auge unbeschadet wieder an seinen Platz zu bringen. Wenn du sie noch einholen willst, dann musst du dich beeilen, bevor Pedro für dich unerreichbar wird. Ich glaube, ich bin besessen. Kannst du mich heilen? Nicht ohne ein Zeichen deiner Ehrerbietung diesem Kloster gegenüber, mein Sohn. 300 Goldmünzen. Willst du mich verarschen? Gut, hier hast du das Geld. Hier, trink das. Möge die Gnade Innos dich erlösen. Wie wär's mit ein bisschen Segen? Ich könnte es gebrauchen. Möge Innos sein zwischen dir und dem Leid auf allen gottlosen Pfaden, die du beschreiten wirst. Noch eine Kleinigkeit. Halte dich von den Wegschreinen fern. Uns ist zu Ohren gekommen, dass einige von ihnen geschändet worden sind. Niemand vermag zu sagen, was sie nun bewirken. Es ist nicht deine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Die Paladine werden sich der Sache annehmen. Nicht so schnell! Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Ein käuflicher Söldner deines Schlages könnte uns in dieser Angelegenheit von Nutzen sein. Wen soll ich töten? Um Innos Willen, natürlich niemanden. Die Sache verlangt schon ein wenig mehr Feingefühl, du grober Klotz. Salandrin, der Alchemist des oberen Viertels der Stadt, hat sich eines schweren Verbrechens schuldig gemacht und muss dafür bestraft werden. Doch er weigert sich, ins Kloster zu kommen, um sich verurteilen zu lassen. Bring ihn hierher. Wie du das anstellst, ist uns gleich. Du sollst natürlich auch dafür belohnt werden. Kein Problem. Ich kümmere mich darum. Gut. Wir erwarten von dir in ein paar Tagen zu hören. Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Schauen wir mal, ob ich den auch beklauen kann. Toll. Vor allem die anderen beiden schauen zu. Hey, du. Kann ich dir auch was klauen? Nee. Ein Bündel Papiere. Aber die sind doch versiegelt. Soll ich die echt anschauen? Was wolltest du da drin, hä? Ja. Brief an Babo. Lieber Babo, du wunderst dich bestimmt, wie wir dazu kommen, dir diesen Brief zu schreiben. Wir haben alles Geld zusammengelegt,
und den Meister Malas gebeten, diese Zeilen hier zu schreiben. Also wir wünschen dir viel Glück auf deinen weiteren Weg und hoffen, dass du deinen Freund nicht vergisst. Als Abschiedsgeschenk haben wir dir noch ein Bild eingepackt, damit du immer an uns denkst und dir die Nächte im Kloster nicht zu lang werden. Viel Erfolg im Kloster und viel Spaß mit dem Bild. Fate in Bonka. Ein Bild von einer nackten Frau. Da freut sich der Babo. Ich glaube, ich habe sie im Einzel sogar echt gesehen, ja. Lohnt sich, die alle zu berauben? Wegen ein bisschen Gold? Gold ist nie verkehrt. Ja, aber irgendwann habe ich keinen Bock mehr auf Looten. Kennst du das nicht, wenn du so weiter bist und dann eigentlich nicht mehr ganz so drauf angewiesen bist? Ja, 5 Uhr. Ich weiß, ob ich zu wenig gehen muss, immer noch nicht. Es gibt 3-4 Leute, die mir das beibringen könnten. Ich glaube irgendwie, dass das der Wolf, nicht der Wolf, der Söldner halt ist. Ich muss immer an Wolf denken, aber es ist nicht der Wolf, das ist der andere. Ich glaube, er trainiert da die ganze Zeit und vielleicht lobt er mich, dass ich so früh unterwegs bin oder so. Das ist so mein Gedankengang. Ja, weil das der Söldner ist. Der ist doch die ganze Zeit am Trainieren, der Typ. Tag und Nacht, glaube ich. Oder der am Hafen. Den kann ich mir auch noch vorstellen. Ja, der hinterm Hafen steht. Hinterm Lagerhaus. Der kann mir doch auch einen Händler beibringen. Aber ich denke mal, der ist es nicht. Es bleibt ja nur der Söldner. Dann gibt es noch Basta, glaube ich. Aber ich glaube, der ist es auch nicht. Der Gardist. Ich weiß nicht, ob der mir was beibringen will, weil ich ein Söldner bin. Verdammt, was ist los? Was suchst du hier? Na bitte, geht doch. Warum wacht denn auf einmal auf? Verdammt.
schleichst du da rum? Was ist mit dem los, Alter? Bleib jetzt mal schlafen, Arschloch. Speichern und dann lauf! Oh fuck. Lauf, hab ich gesagt. So. Oben hätten wir jetzt alles geklaut, glaube ich, oder? Ja, eigentlich schon. Dann würde ich sagen, beenden wir mal hier die Folge. In der nächsten Folge klauen wir in den Kellergewölben alles. Und ziehen weiter. Wenn die Folge gefallen hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Und schaltet zur nächsten Folge ein. Bis dahin, ciao.